Enke hat heute sechs neue MagSafe-Produkte vorgestellt und ich möchte sie dir in diesem Video vorstellen. Starten wir mit der MagSafe Powerbank. Das ist, wie der Name richtig vermuten lässt, eine Powerbank mit MagSafe-Magneten, mit denen du dein Smartphone magnetisch aufladen kannst. Dazu verbindest du zum Beispiel einfach die Powerbank mit dem iPhone hinten und schon wird magnetisch das iPhone jetzt geladen. Das sind auch recht starke Magneten, hier brauchst du also keine Angst haben, dass irgendwas runterfällt. Die Powerbank ist schön leicht und kompakt. Sie passt gut in eine Hand und ist sehr gut für unterwegs geeignet, wenn du keine Steckdose zur Hand hast, aber trotzdem dein Smartphone aufladen willst. Die Kapazität liegt bei 10.000 mAh, was recht viel ist. Damit kannst du ein iPhone 15 Pro 1,8 Mal aufladen. Das heißt, du kommst damit easy über einen Wochenendtrip. Das Gute ist, die Powerbank unterstützt den neuesten Qi2 Standard und ist Apple zertifiziert. Das heißt, du lädst mit maximal 15 Watt auf. Das ist genauso schnell wie bei dem Original MagSafe Charger von Apple. Du musst dir also keine Abstriche bei der Ladegeschwindigkeit machen. Für ein iPhone 15 Pro brauchst du von 0 bis 25%, dafür 22 Minuten. Es gibt aber noch hier einen USB-C-Stecker, damit kannst du die Powerbank aufladen oder auch die Geräte laden. Du hast hier 27 Watt an Output, das heißt, du hast auch die maximale Ladegeschwindigkeit via Kabel. Meine zwei Highlights sind aber zum einen dieser Kickstand hier auf der Rückseite, den du so einfach ausklappen kannst. Dann kannst du dein iPhone einfach hier umdrehen und das so hinstellen. Und dann ganz bequem meine YouTube-Videos gucken. Du kannst also dann weiterhin dein Smartphone nutzen und zum Beispiel Filme schauen, während dein Handy auflädt. Mein zweites Highlight ist das Display an der Seite. Das zeigt dir zum einen den Ladestand der Powerbank an. Wir sehen hier also 95%, Restkapazität ist hier noch drauf. Und hier unten drunter siehst du die verbleibende Nutzungsdauer der Powerbank. Und wenn du die Powerbank dann mit einem USB-C-Kabel auflädst, wird dir hier angezeigt, wie lange die Powerbank noch braucht, bis sie vollgeladen ist. Besonders cool finde ich auch, dass du MagSafe nicht nur für dein iPhone, sondern auch für jedes Handy mit entsprechendem MagSafe-Magneten nutzen kannst. Ich habe hier zum Beispiel ein S24 Ultra mit einer MagSafe-Hülle und kann die Powerbank damit genauso nutzen. Du siehst, diese Powerbank ist also nicht nur stylisch, sondern auch funktional durch das Display und den eingebauten Kickstand. Es gibt die Powerbank in 5 Farben, schwarz, weiß, violett, blau und grün und der Preis liegt bei 90 Euro. Ich packe dir den Kauflink zu allen Produkten natürlich unten in die Beschreibung. Als nächstes möchte ich dir diesen Triple Charger vorstellen, mit dem du dein iPhone, deine Apple Watch und deine AirPods laden kannst. Dadurch, dass der Charger zusammengeklappt werden kann, ist er besonders kompakt und eignet sich hervorragend fürs Reisen. Endlich hast du alle deine Ladegeräte in einem und sparst dir die drei einzelnen Ladestationen für dein Handy, für deine Apple Watch und deine AirPods. Du siehst, der ist auch wieder sehr kompakt und passt in eine Hand. Und das Geniale ist, der lässt sich also hier ausklappen. Dann kannst du hier links ein USB-C-Kabel anschließen und dann also hier vorne dein iPhone laden. Hier hinten dann deine AirPods und ganz hier hinten deine Apple Watch. Das Ganze basiert auf dem Qi2 Standard. Das heißt, sofern du auch ein Android-Smartphone mit diesen MagSafe-Magneten hast, wie zum Beispiel hier an dieser Hülle, kannst du das ebenfalls anschließen und dann wird es auch dadurch geladen. Du hast hier natürlich auch wieder die maximale Ladegeschwindigkeit mit 15 Watt und auch hinten die Ladefläche für die Apple Watch ist Apple zertifiziert. Das heißt, du hast hier auch die maximale Ladegeschwindigkeit. Das heißt konkret, die Apple Watch lädst du in 30 Minuten hier zu 47% aus. Das Gute ist natürlich auch, dass du die Ladestation auch als Kickstand nutzen kannst, um während des Aufladens auch deinen Lieblings-YouTuber weiterzuschauen. Natürlich kannst du auch die neue iOS 17 Standby-Funktion nutzen, bei der dir beim Laden die Uhrzeit angezeigt wird, falls du diese Uhranzeige vor allem nachts nutzen willst. Das ist also alles Wichtige, was du zu diesem kompakten 3-in-1 Travel Charger wissen musst. Mir gefällt er außerordentlich gut, gerade wenn du viel am Reisen bist, dann passt das natürlich extrem gut. Du hast hier die modernsten Standards und die modernsten Schnellladetechnologien verbaut und eine hochwertige, stylische Verarbeitung. Enker-typisch kriegt man also auch hier wieder eine sehr hochwertige Qualität. Als Farben gibt es hier ebenfalls schwarz und weiß. Der Preis liegt bei 109 Euro. Das sind hier also meine zwei Highlights der neuen Enker-Produkte. Es gibt von Enker aber auch noch vier weitere interessante MagSafe-Zubehörprodukte und die zeige ich dir jetzt. Zum einen gibt es da die Enker MagGo Wireless Charging Station. Das ist auch wieder ein 3-in-1 Charger, aber diesmal für den Schreibtisch zu Hause. Dann gibt es noch das Enker MagGo Wireless Charger Pad. Das ist ein super kompakter und schneller MagSafe Charger für zu Hause. Dann gibt es noch die Enker MagGo Powerbank in einer kleineren Version. Diese hat statt 10.000 6.600 mAh. Dadurch ist sie auch etwas kompakter und leichter. Und zum Schluss gibt es dann noch die Enker 3-in-1 Wireless Charging Station. Das ist ebenfalls wieder eine 3-in-1 Ladestation für dein Smartphone, AirPods und ein Apple Watch. Also ich würde sagen, Enker hat wieder mal abgeliefert und tolle MagSafe-Produkte in hoher Qualität und mit neuester Technologie veröffentlicht. Egal, ob du einfach nur ein Wireless Charging Pad, eine Powerbank oder auch eine 3-in-1 Station benötigst, Enker hat alles am Start und das in bester Qualität. Dank des Qi2 Standards kannst du die Sachen jetzt mittlerweile auch nicht nur fürs iPhone, sondern auch für andere Smartphones nutzen
Vorausgesetzt, du hast natürlich hinten die Magneten, mich an die Produkte überzeugt, aber glaub nicht im Internet Fuzzi wie mir, sondern probier es auch einfach selber aus. Zum Launch gibt es auch nochmal eine Rabattaktion, da kannst du mal ein bisschen Geld sparen. Die ist allerdings zeitlich limitiert. Ich blende das hier ein und schreibe dir nochmal alle Infos in die Beschreibung. Dort findest du dann auch die ganzen Kauflinks zu den erwähnten Produkten. Jetzt interessiert mich noch deine Meinung. Welches der Produkte findest du am besten? Und schreib es mir gerne in die Kommentare. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn behind the scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir noch zwei weitere Videos von mir anschauen. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.